Mikkel, schön, dass wir hier sein dürfen in Sonderburg. Ist das so allerdings gut ausgesprochen? In ja. Sonderburg für die Deutschen. Auf eurer Homepage steht, dass wenn man dieses Castle, wenn man dieses Schloss, wo wir gerade sind, nicht gesehen hat, eigentlich etwas fehlt, the experience is incomplete. Was bedeutet das? Warum ist dieses Schloss Sonderburg so ja, special, so unik für diese Region? Weil die Ausstellung hier im Schloss zeigt die Geschichte von der nationalen Gegensätze zwischen Dänemark und Deutschland im 19. Jahrhundert. Ja. Und das ist ein sehr wichtiges Kapitel der Geschichte dieser Region. Okay. Ich durfte jetzt gerade ja schon so eine kleine Führung bekommen. Ich glaube, wir hatten jetzt 10 Minuten oder so. Wie viel Zeit sollte ein Tourist, sollte ein Gast haben, wenn er in dieses Schloss kommt? Die ganze Wochenende wäre gut, okay. aber ein paar Stunden, dann ja. kann man alles so gut sehen. Du hast Geschichte studiert? Ja. Du bist jetzt hier in einem Schloss, in einem Museum mit viel, viel Geschichte. Ne? Nicht nur das Gebäude, sondern auch eure Ausstellung. Ein Traumjob für dich? Ja, klar. Das ist eine schöne Stelle zu arbeiten, wenn man Historiker ja. ist. Das freut uns. Sonderburg selber, der Ort, habe ich gerade gelernt, ist seit 99 Jahren wirklich dänisch. Vorher ging das hin und her. Das ist richtig, ne? Ja. Das heißt aber für mich, das ist gar nicht so weit weg. Ich dachte, Status quo, ne, Sonderburg ist schon seit Jahrhunderten. Hilf uns kurz, warum 1920? Also, es ist naheliegend, aber erklär uns noch mal ein bisschen, was auch dann der Erste Weltkrieg für die Region bedeutete. Der Erste Weltkrieg hat eine große Bedeutung für Sonderland, weil Sonderland war ein Teil Deutschland, der Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg, und deshalb waren die Leute auch im Ersten Weltkrieg eingezogen. Dänemark war neutral, ja. deshalb war der Rest von Dänemark, heutigen Dänemark, nicht Teil der Ersten Weltkrieg. Mhm. Und deshalb spielt diese Erbe von dem Ersten Weltkrieg eine große Rolle hier in Sonderland, und das tut es nicht in Dänemark. Deshalb auch dort in dieser Region, also hier rundherum, werden wahrscheinlich alle Familien irgendwo Schicksale kennen, Leute in den eigenen Familien haben, die im Weltkrieg waren. Und ich befürchte natürlich auch einige, die da dann wahrscheinlich leider gestorben sind. Ja, genau. Das heißt, es gibt da wahrscheinlich die Geschichten von Witwen, von Hinterlassenen. Und wenn es vielleicht denen nicht die eigene Familie war, kannte man höchstwahrscheinlich jemanden. Und diese Auswirkungen, wie gesagt, die war damit ja auf den heutigen südlichen Teilen dann von Dänemark bezogen. Ne? Also ja. das muss man vielleicht dann wissen, dass es da einen Unterschied gibt oder dass wirklich für diese Region was Besonderes. Ja, das hat eine große Rolle in der ganzen 20. Jahrhundert gespielt in Sonderland. Diese Erbe, diese Geschichte. Ja. Wir sind ja ein bisschen unterwegs, immer wieder in der Grenzregion, und da ist dann ja auch die Frage, hat man so diesen Stolz für das Land, also ist man hier dann unbedingt Däne oder bin ich dann Deutscher, oder ist man ja eher so einer Region verbunden. Hilf uns da nochmal, das heißt, wir haben hier 50 Kilometer nördlich-südlich eigentlich doch schon eher Nachbarn, oder? Also derjenige, der in Flensburg wohnt, wird dann höchstwahrscheinlich gar nicht so viel anders sein als selber aus Sonderburg. Ne? Und vor über 100 Jahren war man ja auch noch gemeinschaftlich irgendwo Schleswig, man war auch der dänische Abteilung, man war auch sieht das richtig? Ja. Wie ist das nämlich geblieben? Wie sieht man die Nachbarn? Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Es gibt eine dänische Minderheit südlich von der Grenze und eine deutsche Minderheit nördlich von der Grenze. Mhm. Und ich glaube, dass alles, dass die meisten hier in Dänemark und Norddeutschland haben ein sehr großes Verhältnis zueinander. Ja. Ja. Diese nationale Gegensätze spielen keine Rolle mehr. Mhm. Ja, wir haben jetzt dann ja 70 Jahre lang zum Glück keinen Krieg mehr in Europa. Da muss man vorsichtig sein, Jugoslawien ausgenommen, aber sagen wir mal jetzt auch in Dänemark und in Deutschland. Wie wichtig ist dir das? Wie wichtig ist das sozusagen auch den Dänen? Wie steht ihr zu Europa? Ich denke auch an Reisefreiheit. Wir sind jetzt, weiß nicht, über wie viele Grenzen gefahren. Aspekt Europa, freie Grenzen. Wie stehst du dazu? Persönlich? Ja, vielleicht deine persönliche Meinung. Ja, ich
finde es schön, dass man so reisen kann, wohin man möchte. Und, ja. Und der Däne an sich, spricht er sich schon für Europa aus oder wird er lieber noch ein bisschen mehr für sich bleiben? Ich glaube, dass die meisten Dänen finden Europa sehr, sehr gut. Ja. Wenn unser eins vielleicht auch mal Kontakt hat, wir denken, der Däne ist relaxed, er ist ein bisschen cool und freundlich. Ist das so, findest du, ist das eine gute Beschreibung oder ist das zu pauschal? Und gibt es sonst auch Beispiele, wo vielleicht auch mal so der typische Däne relaxer ist als der Deutsche? Ich finde, dass die meisten sind so relaxed, aber so finde ich auch die Deutsche. So. Ich finde, es gibt keinen großen Unterschied. Es ist so das Nationalcharakter von Dänen und Deutschen. Das ist ja, vielleicht ein bisschen übertrieben. Du machst auch mal Urlaub? Du fährst auch mal weg? Ja. Geht es dann zu Place of Interest auch aus der Historie? Also ist es dann Rom und Madrid? Oder was habt ihr? Oder musst du dann einfach mal entspannen? Gehst du in die Natur? Finden wir dich am Wasser in den Bergen? Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn du mal Urlaub machen darfst? Oft gehe ich nach Österreich, ein bisschen auszuruhen. Und dann sehen wir ein paar Schlösser und Also da ist dann auch schon noch Beruf und Hobby höchstwahrscheinlich sehr ähnlich. Ja. Das heißt auch, das Interesse ist dann auch in der Zeit. Ja. Ja, das ist auch wunderbar und man kann ja viel lernen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ein wirklich interessantes Schloss. Wir werden noch mal ein bisschen die Augen aufhalten, ein, zwei Fotos machen, aber kommt hier hin. Ich glaube, man muss es auch wirklich erlebt haben. Ne? Es ist inkomplett, wenn du nicht hier warst. Okay. Mikkel, vielen, vielen Dank. Bitte.